Hallo lieber Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht in diesem Video um Bewässerung, um meine Bewässerungsanlage, Und ich muss ja meine Bewässerungsanlage jetzt hier erneuern in dem Südbereich. Und ich habe überlegt, mache ich weiter wie bisher oder mache ich mal was Neues? Naja, die Entscheidung war einfach. Ich habe mich eine kleine Unterstützung hier von DVS Beregnungen und die haben mir angeboten, hier mal ein paar andere Regner auszuprobieren, als ich sie bis jetzt hatte. Ich habe ja jetzt in letzter Zeit die Hunter i20 hier installiert und die vertreiben auch Hunter-Regner, aber die sogenannten MP-Rotatorenregner, und die kenne ich überhaupt nicht, und die sollen sehr gleichmäßig sprühen und sie soll auch nicht so windanfällig sein. Und gerade in der Südkante haben wir immer sehr viel Wind. Und ich dachte, okay, dann machen wir das mal und bauen mal hier diese neuen Regner ein. Ich habe sowieso zwei Stränge, die ich hier fast komplett erneuern muss. Und damit man seine Bewässerungsanlage richtig auslegt, haben die ein Testset im Angebot in zwei verschiedenen Größen. Und ich habe jetzt das größere Paket und das packen wir jetzt erstmal aus und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Viel Spaß dabei! So, Freaks, man soll also direkt hier am Wasserhahn, am Hauptwasserhahn, erstmal testen, wie viel Liter pro Minute aus diesem Hahn bei einem ganz bestimmten Druck herauskommen. Und dazu gibt es da wohl so einen Druckanometer, das ich jetzt hier mal installieren werde. Okay, mal schauen, jetzt brauche ich noch einen Eimer, ich brauche noch ein Messer und das Wetter wird immer besser. Yeah! So, jetzt habe ich hier einen Eimer. 10 Liter Eimer, ganz einfacher, handelsüblicher 10 Liter Eimer. Oh, dann schauen wir mal rein hier, was es hier so Schönes gibt. Ist alles bestens. Und erstmal 5% Rabatt. Schon mal gut. Zack. Ist alles bestens. Ich hoffe. Ah ja. Ein Messgerät Druck, Durchfluss zur Bestimmung der verfügbaren Wassermenge und ein Testset, Hausgartenbewässerung, Messgerät, MP-Rotator und Verbinder. Ah, okay. Also das ist das große Testset und das ist das kleine Testset. Das kostet, glaube ich, um die 40 Euro oder so um die 60 Euro. Also machen wir mal das kleine Testset auf. Schick. Messgerät. Plug and Rain. Von DVS Beregnung. Cool. Genau, das ist quasi die Anleitung für den Online-Bewässerungsplaner. Die haben also auch auf der Homepage einen Online-Bewässerungsplaner. Und hier ist tatsächlich genau erklärt, wie dieser Bewässerungsplaner anzuwenden ist. Diesen Bewässerungsplaner könnt ihr natürlich völlig kostenlos testen und da schon mal eure Bewässerungsanlage auslegen. Total cool. Und da könnt ihr dann euren Grundriss einzeichnen oder ein Foto einscannen. Und dann fangt ihr an, halt da eure Bewässerung auszulegen. Ich habe das gemacht. Funktioniert gut. Ist manchmal so ein bisschen tricky. Die eine oder andere Funktion, da muss man doch mal vielleicht mal in die Anleitung gucken. Aber am Ende kriegt man da einen sehr, sehr interessanten und schönen Bewässerungsplan heraus. Dann gibt es hier als nächstes, was ist das hier? Plan wie ein Profi. Oh ja, das ist der Chef. Das ist der Chef. Cool. Planungshandbuch. Okay. Mit allen Wassern gewaschen. Wow. Noch mal ein bisschen Literatur, was ich so schön finde, sehe ich gerade hier. Das finde ich echt wirklich nett gemacht. So ein bisschen, nicht so ein bisschen, so Handskizzen zu eurer Bewässerungsanlage. Das finde ich total schick. Aber das ist was, das mir persönlich einfach nur gefällt. Ja, wirklich nett designt. Das ist cool. So, ja, und hier ist das Gerät. Freaks. Hier ist das Messgerät, was ihr unbedingt braucht, um die richtige Anzahl an Regnern an einen Kreis ranzuhängen. Das habe ich nie gemacht.
Und es soll also so sein, dass man 3,5 Liter einstellt, steht da auch. 3,5 Liter einstellen, also anschließen, 3,5 Bar einstellen und dann soll man die Zeit messen, die notwendig ist, um einen 10 Liter Eimer zu füllen. Und diese Zeit wird dann in diesen Bewässerungsplaner eingetragen. Mal schon mal das andere Set auf. Also kleines Set, großes Set. Als Einstiegsset, okay, müsst ihr kaufen. Kostet jetzt aber nicht die Welt, finde ich. Aber hilft unglaublich, um dann auch den richtigen Plan auszulegen. Oh, hier ist jetzt ein bisschen mehr drin. Ah, nee. Ja doch, genau. Ah, cool. Also hier sind auch die gleichen Unterlagen drin. Und hier ist also ein so ein Gregner drin. Aha. Das ist der Regner. Das ist der MP-Rotator, noch nie gesehen. Hunter Pro Spray, PRS 40. Wow, das ist natürlich echt cool, um das mal auszuprobieren, wie diese Dinger funktionieren. Also das finde ich echt großartig. Cool, na gut, aber wir machen erstmal nur die Messung. Das Ding passt da jetzt natürlich nicht ran bei mir. Na super. So. Shit. Ja, jetzt haben wir schon ein kleines Problem. Ich komme mal ein bisschen dichter mit der Kamera. So schön, jetzt habe ich meine Gardena-Reste geholt. Hier, was natürlich passt, ist jetzt hier so ein nee, der passt nicht. Verdammt. Ach so, nee, Quatsch. Ja, nee, also hier, dann muss ich den kleinen nehmen. Den habe ich noch einen hier auf den großen Schlauch. Und da passt hier natürlich der drauf. Okay. Jetzt denke ich mal. Denke ich mal, dass ich den hier, ja. Okay, das ist ein 1/2 Zoll. Hier ist 3/4 Zoll. 3/4 Zoll. Das ist ein 3/4 Zoll. Ist mir auch egal, was das ist. Hauptsache, das funktioniert. Klack, siehst du, das funktioniert. Das ist gut. Ja, das ist schon wieder eine Sache. Also man braucht tatsächlich jetzt, wenn man jetzt kein 1/2 Zoll oder 3/4 Zoll, ich weiß nicht, was das jetzt ist, Anschluss hat, braucht man auf jeden Fall hier so ein paar Adapter, um jetzt dieses Messgerät vernünftig an seinen Wasserhahn anschließen zu können. Da habe ich jetzt Glück und das hat jetzt funktioniert. Okay, das bleibt jetzt dicht. Ja, bin ich mal echt gespannt. So. Klack. Ja, das ist gut. Hier, Freaks. Das funktioniert. Also so kann man das jetzt anschließen. Das machen wir mal an. Wenn das mal kein Druck ist hier. Boah, Hammer. Das reicht auch locker. Das hat er jetzt hier 0,6 Bar. So, hier soll man, ups, seht ihr das? Ein bisschen dichter hier. So. So 0,6 Bar. Jetzt soll man hier zudrehen. So rum. Bis der damit. Bis auf 3,5. 3,5. 3,5. Scheiße. Was soll das denn jetzt? Hä? 3,5 Bar. Ich soll bis auf 3,5 Bar einstellen, Freaks. Geht nicht. Moment. Hä? Was ist denn jetzt los? So, ich habe das jetzt noch dreimal ausprobiert. Dann habe ich hier den Kollegen von DVS-Beregnung angerufen. Und sag ich, ja, Andreas, das funktioniert nicht. Ich sag da, ja, dann hat wohl euer Wasserwerk hier nicht genug Druck auf der Leitung. Ich komme direkt aus dem Hauptanschluss, hier direkt aus der Wand raus. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also er sagte, normalerweise haben die Wasserleitungen so 4 bis 5 Bar Druck und wir haben hier nur 3 Bar Druck. Ey, ich bin
Wir sind ja ein bisschen hoch hier bei uns im Dorf. Das geht auch nicht. Das ist natürlich jetzt echt ein Problem. So, dann hat er gesagt, dass wir 2,5 Bar einstellen sollen. Weil wir 3,5 Bar nicht einstellen können und 3 Bar, hat man ja gesehen, ist schon grenzwertig. Also wir stellen jetzt 2,5 Bar ein und füllen dann den Eimer, messen und dann sagt er, müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich weiß, dass nachts immer sehr viel mehr Druck ist. Oh, jetzt kommt die Sonne hier raus, herrlich. Ich weiß, dass nachts immer sehr viel mehr Druck ist auf der Leitung. Wir sprengen ja mal nachts. Ich will noch mal nachts noch mal messen. Reibar. Auch nicht mehr. Auch nicht mehr nachts um, also jetzt haben wir 10:30. Ja, und dann müssen wir gucken, ob damit überhaupt jetzt hier das halbwegs vernünftig zu berechnen ist. Das ist, ich meine, meine Sprenger haben immer funktioniert. Ja, also da seht ihr mal tatsächlich, wie wichtig das ist, hier mit so einem Messgerät das zu testen. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber irgendwo verstehe ich das nicht. So. Okay, zack. Bar auf die Plätze, fertig, los. Ja, toll. So, boah, könnt ihr das sehen? Ich sehe nichts. Also, da sind jetzt 1:27 bei 2,8 Bar. Okay, mal gucken, was DVS-Berechnung dazu sagt. So, lieber Radiofix, zum Schluss jetzt nochmal Folgendes. Wir gucken uns nochmal halt eben das zweite Bewässerungssystem an. Also die große Box, die kleine Box ist ja nur der Druckmesser und die große Box ist halt das Informationsset, so nenne ich das mal, für die ganze Anlage. Das nennt sich hier Blue Lock, also das nennt sich Blue Lock, das System, Fokus, Blue Lock. Das ist tatsächlich sehr einfach. Man hat hier so kleine Krallen drin und steckt das Rohr einfach nur rein. Da hinten drin ist eine Dichtung. Klack, fertig. So, und dann ist das schon verriegelt über diese kleinen Krallen. Was bei diesem System, glaube ich, echt cool ist, das ist so ein flexibles, dünnes Rohr dran, um diesen Berechner dann noch in die ideale Position zu bringen, von der Hauptleitung ausgehend. Ja, jetzt können wir mal... Ach so, nee, und dann wird hier so eine Kappe gezogen. Oh. Huch. Aha. Okay. Und Spülkappe entfernen. Also die Lasche hochziehen, den Aufsteiger mit Hand und die Kappe entfernen. Dann drehen wir da den süßen kleinen Rotator rein. Das ist ja niedlich. Das ist schon alles. So. Und dann kann man den hier einstellen und hiermit kann man dann die Wurfweite verstellen. Okay, und so sieht das dann aus. Interessant.
Ja, lieber Rasenfix, soweit in diesem Video zum Thema Bewässerungsanlage von DVS-Beregnung. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesen MP-Rotatoren haltet, wenn ihr sie kennt. Sieht jetzt sehr filigran aus, muss ich sagen. Die sprengen ziemlich konstant 10 Liter pro Quadratmeter pro Stunde. Also wenn man 15 Liter pro Quadratmeter sprengen will, was ich ja so mache bei einer Beregnung, dann muss man 1,5 Stunden laufen lassen, ein Strang. Das ist schon relativ viel. Ich habe 6 Stränge. Hui. Ja, aber sonst echt ein cooles System, finde ich jetzt. Ganz einfach zum Zusammenbauen und Stecken. Und das soll deutlich gleichmäßiger und deutlich wassersparender sein als andere Beregnungssysteme. Okay, das muss ich jetzt glauben. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfix sagt ciao. Bis denn.